Die Tropicana erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Cheerio, alte Junge. Die Stimmung in den USA ist an einem Tiefpunkt angelangt. Horrible. Wenn ich eins nicht ertragen kann, dann die Traurigkeit. Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt, dass die Menschen der Revolution nicht einfach nur durch den Kampf gegen das Böse folgen können. Sie brauchen ein positives Ziel, das sie zum Träumen bringt. Ein Gruß an die Polizei von Tropico, die in ein neues Gebäude umgezogen ist. Kommissar Mendez, Sie wissen, dass Sie jederzeit eine Leibesvisitation bei mir vornehmen können. Außerdem haben Sie Ihre Handschellen vergessen. Ich behalte sie gern als Andenken, aber falls Sie sie brauchen sollten, kann ich auch Ihre Mütze nehmen. Ei, ei, ei. This is 0-9-5-4-9-1-1.
Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Ausländische Diplomaten stimmen uns 45% häufiger zu, wenn unsere Diplomaten weniger oft furzen oder stinken. Wir fanden außerdem heraus, dass 33% aller... Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen... Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsidente. Womit kann ich dienen?
Unser bester Materialwissenschaftler wunderte sich darüber, dass ein Stahlträger immer größer wurde. Dann traf er ihn mitten ins Gesicht. Seine Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Leute beschweren sich darüber, dass sich die Priester rar machen. Ich sündige links und rechts und habe meine Missetaten schon lange keinem muskulösen Geistlichen mehr gebeichtet. Meine spirituellen Bedürfnisse nagen an mir. Ich brauche Rettung, junge Priester. Die Welt befindet sich im Krieg. Ich bin kein Experte, aber nun scheint eine gute Zeit zu sein, um das Militär aufzurüsten. Man weiß nie, was passiert. Präsidente, meine Karriere als Wettervorhersager ist am Ende. Ich habe allen einen warmen und sonnigen Tag versprochen. Und jetzt wütet ein Tornado auf der Insel. Hab's wieder drauf. Jetzt kann ich genau vorhersagen, wann Vieh, Hütten und Möbel auf die Insel herabregnen. Hier ist der Schadensbericht.